Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 9. November. US-Wahlausgang und Donald Trump als Sieger sorgt hier für gewaltige Eruptionen an den Märkten. Die Devisenmärkte schwanken sehr, sehr stark. Gerade der Dollar ist hier stark beeinflusst. Der Goldpreis nicht minder. Wie ist es so schön oder auch bekanntermaßen, ist der Dollar schwach, profitiert der Euro in der Regel und auch der Goldpreis. Und wir wollen uns heute den Goldpreis eben jetzt im Detail mal anschauen, nachdem wir hier ohnehin erstmal abwarten müssen, bis sich der Staub so ein Stück weit gelegt hat. Wir sehen hier zunächst mal den Goldpreis im Stundenchart-Intervall. Da sehen wir, dass es hier in der Nacht mit den ersten klareren Tendenzen dann schon starke Ausschläge gab. Der Goldpreis knapp 70 Dollar je Unze hier schon im Bewegungsturnus. Und ja, das ist sehr, sehr stark, das ist überdurchschnittlich und jetzt müssen wir mal sehen, wie der Tag so ausgeht. Deswegen werden wir mal von dem kleinen Stundenchart gerade mal in den Wochenchart gehen, um hier das große Bild mal ein Stück weit zu erfassen. Und ich mache mal die Tendenzpfeile raus, die hier schon sahen, dass wir hier die Marke von 1,3 mal touchieren. Genau dieses Level ist auch wichtig, dass wir heute sozusagen in der Bearbeitung sehen. Was macht der Goldpreis also um 1.300, 1.305 Dollar je Unze? 1.307, hier die Horizontallinie, leitet sich hier knapp aus dem Hoch vom Januar 2015 ab. Dann hatten wir hier auch noch im Juni ein Stück weit Geplänkel, Ausbruch, Rücksetzer, dann das Ganze als Unterstützung im Prinzip bestätigt. Dann gab es aber hier den Knall nach unten. Jetzt der Gegenlauf und das ist die eigentlich typische Pullback-Situation, die wir hier gerade sehen beim Goldpreis. Und es stellt sich eben jetzt hier vielmehr die Frage, kann der Goldpreis jetzt hier doch nach oben aufdrehen? Wir hatten ja heute schon Preise, die gingen hier in Richtung 1.335, 1.340 knapp. Kann er also hier nach oben rausziehen oder nicht? Wir sehen aktuell eine gewisse Ernüchterung nach dem ersten Hype und jetzt sind wir eben wieder unter diesem Widerstandslevel. Wir haben Mittwoch, es sind noch definitiv inklusive heute drei, zweieinhalb Handelstage. Der Wochenschluss wird entscheiden, ob wir hier über die 1.310, 1.37, 1.310 deutlich rausgehen, dann wäre das durchaus ein bullisches Zeichen und könnte hier den Goldpreis weiter beflügeln. Ansonsten hier korrektive Gefahr im Sinne dessen, dass jetzt hier nach diesem Pullback an dieses Level jetzt doch nochmal eine Abwärtsbewegung erfolgen könnte. Der Goldpreis also hier doch nochmal in die Knie gerät. Das gilt es jetzt genau zu beobachten, was hier zum einen auf Wochenbasis passiert. Gehen wir in den Tageschart, da werden wir jetzt die Situation noch ein bisschen detaillierter unter die Lupe nehmen. Hier eben auch das Trigger-Level knapp über 1310, 1314 in dem Fall, eben weil wir hier diese obere Abwärtstrendlinie dieses Abwärtstrendkanals, der jetzt im Prinzip keine Gültigkeit mehr besitzt, deswegen werden wir die untere Trendlinie auch mal rausnehmen. Die obere Trendlinie hier hingegen mit diesem Kreuzwiderstandslevel um eben 1307 Dollar durchaus interessant und da wird sich jetzt hier auch auf Tagesbasis eben erstmal entscheiden, wie es weitergeht. Sie sehen die heutige sehr, sehr starke Kerze. Die muss ich, wie gesagt, erstmal finden. Wir kommen von den Tageshochs mehr oder weniger deutlich zurück. Und jetzt wird sich hier auch hier entscheiden auf Tagesbasis, ob wir eben die 1307, 1308, 1310 hier nochmal überwinden können. Und dann stehen wir eben genau an dieser Abwärtstrendlinie. Und insofern würde ich hier raten, mal den Wochenschluss sogar abzuwarten. Also hier sehen wir ja schon eine erste Abwärtsreaktion an diesem Level. Wenn der Goldpreis heute hier nicht nochmal nach oben rausschießt, könnte sich hier sozusagen unterhalb von 1307 diesem Widerstandshorizontalbereich hier eine kleine Konsolidierung erstmal ergeben und dann muss man wirklich sehen, ob die Kraft eben reicht, hier nach oben auszubrechen. Wir haben saisonal positiven Rückenwind, wie es so schön heißt. Sekunde. Hier haben wir es, Tagesintervall. So, hier haben wir saisonal im Prinzip positiven Rückenwind. Sie sehen, dass eigentlich ab Mitte November die Notierungen stark ansteigen. Das heißt also hier sozusagen ein Vorgeschmack vielleicht auf dessen, was wir dann hier in den nächsten Tagen noch sehen könnten. Der November, wie gesagt, durchgehend bullisch ausgerichtet und der Goldpreis hier mit guten Chancen, dass der Ausbruch rein saisonal gesehen nach oben funktionieren könnte. Als Triggermarken, wie gesagt, empfiehlt sich jetzt zum einen auch das heutige Tief. Aus der Nacht sollte der Goldpreis praktisch die komplette Euphorie, die wir bislang gesehen haben, relativieren. Dann wäre das definitiv ein bärisches Zeichen. Das würde heißen, dass der Goldpreis hier nach unten absackt. Dann wären hier durchaus die letzten Tiefs bei 1240 knapp und tiefer zu erwarten. Sollte man dann auch davon ausgehen, wenn die heutige Euphoriekerze relativiert würde, dann wären alle Käufer, die hier rein sind, dann definitiv wohl raus aus dem Ganzen. Andererseits, wenn wir hier rumplänkeln, oben, wie gesagt, wir gehen direkt nochmal 2, 3, 4 Dollar höher. Wenn der Markt hier die 1315 überwindet, ja, das kann, wie gesagt, mit erhöhter Volatilität sehr, sehr schnell passieren, dann könnte es hier durchaus wieder zu neuen
Anstiegen kommen, die den Goldpreis dann auch in Richtung 1350 und höher katapultieren dürften. Das, wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Situation beim Goldpreis, der hier saisonal beflügelt wird mit einem solchen Setup. Und deswegen müssen wir einfach mal gespannt beobachten, wie es weitergeht. Also er hat hier so ein bisschen einen bullischen Grundton derzeit, im Zuge dessen, dass eben auch hier in den USA eben durch Donald Trump seinem Sieg die Leitzinsen ein Stück weit längerfristig doch auf dem aktuellen Niveau bleiben und nicht so rasch angehoben werden, eben wegen der möglichen Unsicherheiten. Wie gesagt, das ist viel politische Spekulation. Letztlich werden wir uns hier am Preisschart orientieren und der wirkt, wenn es denn hier weitere Hochpunkte gibt über 1310, 1315, gerade der Widerstand 1307 überwunden werden wird, dann wirkt das hier doch schon ein Stück weit bullisch und ja, dann hat der Goldpreis gute Chancen. Also achten Sie auf die Marken. Unterhalb von, ja, ein bisschen gedippt noch, hier von 1265 eher bärisch, oberhalb von 1307, 1315 insbesondere dann doch wieder bullisch. Also, dann sage ich danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wenn Sie mögen, heute Nachmittag das JFD-Devisenradar werden wir hier sozusagen alles nochmal im Detail unter die Lupe nehmen und uns ein Stück weit hier dem Markt und den einzelnen Währungen widmen. Heute, wie gesagt, ja starke Ausschläge. Da gibt es einiges zu diskutieren. Können sich kostenfrei anmelden. Wie gesagt, 15 bis 16 Uhr das JFD-Devisenradar. Dann sage ich danke an dieser Stelle fürs Einschalten. Wünsche Ihnen viel Erfolg und auf bald, Ihr Christian Kämmerer.